Ja, Gerrit, zum Thema Reifen. Wir haben also jetzt unterschiedliche Bereifungen. Wir haben Sommerreifen, wir haben also Winterreifen. Was kann man also jetzt als Fazit also mitnehmen als Tipp? Große Räder machen schöne Autos, das wissen wir. Je größer die Felgengröße ist und je breiter die Reifen sind, desto mehr brauchen sie natürlich. Dafür schauen sie halt schick aus und muss man dann sagen, was man will. Ganz generell kann man sagen, wenn man das Thema Reifen jetzt unter dem Aspekt Verbrauch betrachten möchte und wenn man sich jetzt überlegt, okay, irgendwann sind die Reifen niedergefahren, ich brauche neue Reifen, worauf sollte man achten? In Wirklichkeit sollte man schauen, dass man möglichst rollwiderstandsoptimierte Reifen nimmt. Also es gibt ja diese Reifenlabels, die sehr schön anzeigen, wie wirkt sich der Reifen auf den Verbrauch des Fahrzeugs auf. Da hat man immer das Thema Rollwiderstand und niedriger Spritverbrauch. Auf der anderen Seite das Thema Nassfahrverhalten und Nassbremsverhalten. Das muss man für sich selber halt sagen, was Sache ist. Und ganz generell, wenn das Thema Verbrauch ist, sollte man immer schauen, dass man auch den entsprechenden Luftdruck drinnen hat. Da gibt es ja die Empfehlungen von einer Minimum-Untergrenze und einer Maximum-Obergrenze und die kann man sagen, je mehr Luft das drinnen ist, desto geringer ist der Rollwiderstand. Das heißt, beim E-Auto macht es durchaus einen Sinn, die Reifen immer an der oberen Grenze zu fahren, wenn man das im Spritverbrauch schon merkt.